Ich will ihn auch looten. Mehl, erstatten Sie den Basarbericht. Öffnen. Denn. Ja, wir sind noch weiter verhackschnetzeln. Der hat noch einen Arm dran. Kurz was rauslassen. So. Hier kannst du was rauslassen. So, dann laufen wir. Sprinten wir mal zum Basar und dann gleich zur Hauptquest rüber, zu Hakon. Das heißt, man muss halt wirklich einen Tag machen, wo man da weitergehen kann. Obwohl, rein theoretisch können wir auch unten bleiben. Basar ist ja so unten. Gut ist, dass man hier trotzdem, auch wenn man läuft, relativ schnell durchläuft. Wie von A nach B. Vor allem hast du keine Stamina, die abnimmt, währenddem du rennst. Klettern, ja, okay. Aber wenigstens kannst du unbegrenzt rennen. Ja, das stimmt wohl. Wir können aber mal gucken, ob wir vielleicht zum Hemmstoffbehälter hinkommen. Bezweifle es irgendwie? Halte ich doch fest. Das ist der. Ja, ich war vorhin da auf dem Dach drauf. Ja, von da aus muss. Mach hin. Ich hab nicht genug Stamina. Okay, zum Glück. Gerade so noch die Leiter hingekriegt. Alter, man muss halt natürlich wieder ordentlich sitzen. Ne? So. Man muss natürlich wieder perfekt austariert sein, um da Sachen anspringen zu können. Und hochziehen. 26 Meter, 22 Meter, 19 Meter. Hier oben ist die Schleuse. Okay. Gehen wir da mal rein. Ja? Weil wir brauchen halt unbedingt das Mittel. Wir haben ein Sperrgebiet betreten. Finden Sie die Hemmstoffe in der Dark Zone der GI? Dass man ein bisschen mehr Ausdauer wenigstens kriegt. Zack! War ein Schattenjäger, ne? Hä? War ein Schattenjäger. Ach so. Aber einmal. Kann man noch weiter runter? Nee. Hier kann man rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier kann man auch rein. Ihr macht das schon. Kraftangriffe können geblockt werden. Down. Jo! Dazu, ihr macht das schon. Ich auch. Ja, Da wird weggerannt. Ihr macht das schon. Alter, da wird man verkauft, Alter. Wird man ja, da sind zwei von den Viechern. Was soll ich denn tun, deiner Meinung nach? Sie töten? Ja, du mich auch. Da wird man für einen schmalen Taler verkauft. Deswegen soll man da nachts rein, weil die Monster meistens dann draußen sind. Wir warten mal, bis Nacht ist. Dann machen wir weiter die Hauptquest. Ihr wollt da nicht warten, bis es Nacht ist? Wir haben es mal gerade 14 Uhr. Was? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Dich töten lassen, dann wirst du irgendwo gespawnt und dann kannst du wieder weiterlaufen. Ja, immer runter. Baue, anstatt da irgendwie töten zu lassen. Oder du machst die beiden kalt, sicherst schon mal alles und wir kommen nach. Wie soll ich die kalt machen? Mit deinem Angriffsutensil? Was auch immer du da hast. Waffen reparieren bald. Gab's aber in Teil 1 nicht Schusswaffen? Klar, da hast du auch eine Pistole. Ah, hier gibt's aber gar keine. Hat das in Teil 1 Pistole? Ja. Da hattest du M4 und Pistole und sowas, glaub ich. Na klar, der eine Typ hat doch Waffen geschmuggelt. Der Boss da. Stimmt, ja. Aber trotzdem hattest du, glaube ich, immer nur solche Haut drauf Knüppel. Ja, zum Großteil, weil so viel Munition hattest du halt nie gehabt. Huch. Was zur Hölle ist? Wer ist das? Ich kann dich sehen, zeig es nicht. Ach, er kann mich sehen, Alter. Hast du gut erkannt. Du hast Augen im Kopf. Ja, ich hätte es nicht erwartet. Er mich sehen kann. Scheiße.
Weg. Was? Okay, was denn? So. Hops. Schnell rein. Dann erstatten wir den Typen mal Bericht. Können wir noch mal ein bisschen hier handeln? Verkaufen. Auf Cocktail. Verschiedenes. Konserven. Ah, verkaufen wir das. Können wir alles verkaufen. Brauchen wir alles. Batterie, den Rest brauchen wir auf jeden Fall alles. Nichtsdestotrotz, bei der ganzen Kohle würde ich mich dann doch ganz gerne mal ausstatten. Parcours XP. Parcours Heilungsgeschwindigkeit. Hol mir jetzt mal eine neue Hose. Dann hätte ich ganz gerne einmal... Downtreter nochmal. Zieht er die automatisch dann eigentlich an, die Treter und so? Ja. Bam, 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 bam. Fertigkeiten. Wir haben nochmal Fertigkeiten. Das Ausweichen bzw. Lufttritt. Lassen. Ne, Lufttritt. Dann als nächstes werde ich wahrscheinlich irgendwie sichere Landung oder sowas machen. Mal schauen. So. Julian. Ja doch, ich will doch mit dir quatschen. Ich werde schon wieder zurückgehalten. Was ist hier los? Bevins Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte. Sag ihnen, dass ich das nicht war. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord. Würdest du das vor dem Rat des Bazars beschwören? Ja. Wo ist der Lieferant? Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist Abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit Gips gestreckte Mehl? Hä? Nein. Hast du dir das gehört? Oh, ja, also einmal, aber... Behalt dein Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Bevin, was passiert ist. Oh, Lee. 20 Dollar. Oh. So, ihm festzuhalten. Denn Medkit. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Bezahlung. So, Hakon. Auf zu dir. Du musstest lange noch warten. Aber eigentlich mussten wir ja lang genug warten. Hast du im Wasser etwas gefunden, das dir gefällt? Hey. Der Typ oben, oder was? Sonst noch was du rausspeisen willst? Ich geh verkaufen. Ich weiß mal, ob du was davon gebrauchen kannst. Der Typ denn oben oder wo ist der unten? Pilger, ich hörte, du wärst von der neugierigen Sorte. Kaputte Straße und Gebäude, wenn du etwas von der Geschichte dieser Stadt lernen willst. Noch weiter hoch. Okay. Heißt, der ist wahrscheinlich wirklich oben auf der Kathedrale drauf. Was? Nein. Hm? Auf der anderen Seite von der Kirche. Mein Großvater war als Bergmann in den Steinbrüchen südlich der Altstadt. In den Tunneln wimmelt es jetzt Uninfizierten. Lass doch los jetzt! Na, wenn ich rausgehe, sagt er mir... Achso, lol. Du bist nur auf der falschen Seite rausgegangen, deswegen. Ja, da hat's einfach immer nach oben gezeigt und als ob der Typ wirklich oben irgendwie ganz oben steht. Nein, Alter. Oh, zack. Oh! Das war knapp. Mit dir. Wird da gerade einer verprügelt? Keine Ahnung. Nicht unser Problem. Hoppa! Oh. So, Mäusens Hakon. Sind da. Ist nochmal eine Runde abhängen vor dir? Runde abhängen.
Ja. Kann man nochmal 10 Kniebeugen fix mal machen? Ah, sogar noch mehr. Vor allem, da wird erstmal ein Moonwalk. Erstmal rübergeslidet. So, Hakon. Sag, was ist Phase? Hakon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Hakon. Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienzi-Turm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Das ist so korrekt, ja. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Ja? Was kommt als nächstes? Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Dark Zone erinnert mich eher an Putztrollerne. AKA The Division. Ja. 1 und 2. Dark Zones. Ja, wie schnell. PvP-Ding. Ja. Wie schnell in Division 1 halt da in der Dark Zone gecheatet wurde. Ne? So, passt doch. Hakon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Hässlich. Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Haben sie gerade bei Aiden das I vergessen? Gehen wir mal in den Tunnel. Schnellen. Zack. Mich gescammt. Wieso? Ja, bei mir war hier alles voller Viecher. Oh. Was soll das? Da kann man noch niemand Ruhe den Dietrich nutzen. So, instant in 1. Naja, beim zweiten Versuch instant 1. So, ich hab mal aufgemacht. Kann man noch runterrutschen? Schade. Ah doch. Da kommen sie alle runtergefallen. Oh, kann man wirklich öffnen. Zigaretten. Zigaretten kann man wahrscheinlich wieder gut verkaufen. Hallo. Ups. Es sind halt auch Lüftungsschächte. Da läuft Gollum. Ich hab Gollum gefunden. Es sieht halt wirklich einfach behindert aus. Ist wer, halt so. Wer geht so durch? Wie? Oh Gott, das ist Alter. Wie geht? Aber Hauptsache, der Arsch oben beinahe anzuschlagen. Ja. Wer geht denn halt bitte so durch Tunnel, beziehungsweise durch so einen Lüftungsschacht durch? So UV-Pilze. So, zack. Kopf kürzer her. Wenn diese Leute hier schreien müssen, Ruhe da. Schade, dass man hier nicht einfach kicken kann. Oh, also der ist ein bisschen kopflos.
Der hat gar keinen Bock mehr. Der weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Komm, noch durchsuchen. Da ist noch einer.